Hallo. Darf ich Sie aufzeichnen und das Gespräch? Der führt mich da. Ich muss gleich weiter. Heute bin ich ein bisschen, aber sind Sie öfter mal da? Nicht mehr viel. Schön, wenn Sie jetzt, wenn wir jetzt reden konnten. Okay, also kurz, ja? Ja. Ich will eigentlich auch mehr fragen wahrscheinlich als Sie. Schreiben Sie, oder? Ich mache diese Führung. Ach, das ist ja super, ja. Naja, was soll ich dazu sagen? Also, ich war schon auf der Dokumenta 12 mit meiner Parallelausstellung Andromenta. Andromenta leitet sich von meinem Namen her Androgynia, also Andro, das ist mein Vorname. Und so will ich nicht profitieren von der Dokumenta. Ich bin ja auch kein Dokumenta-Künstler, so nenne ich mich, nenne ich das, was ich mache, Andromenta, ja. Das ist jetzt meine Andromenta 3, das seit 15 Jahren. Also 2002 bin ich angefangen, ja. Weniger. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass was Besonderes ist. Gucken Sie mal, was Sie hier sehen. Naja, das ist halt reingebissen. Genau. Verändert, würde ich sagen. Das ist ja, ne, extrem verändert, also sehr abstrakt. Und ja, wenn man das mit normaler abstrakter Holzschnitzerei vergleicht, sind durchaus Parallelen vorhanden. Haben Sie so ein bisschen sich trotzdem mit diesem Hunde-Thema von dieser Dokumenta beschäftigt oder ist das Zufall? Ja, wie gesagt, ich habe das schon nachweislich vor 5 Jahren so eine Ausstellung gemacht mit so einem Stöckchen, auch im öffentlichen Raum, und das ist auch aufgezeichnet worden von vom Internetfernsehen hier aus Kassel. Ja. Und also, freut mich, dass die Kuratorin die gleiche Idee wie ich hatte, bloß ich war vor 5 Jahren schon da. Ja, okay, ja. Das kann ich auch beweisen. Ja, also Bunny Boxer ist auf Facebook. Bunny Boxer. Also BANNY. Und danach wird wieder Hund Boxer. Und ich bin auch dran, Andro. Ein neues Wort, Gynia, GYNIA. Ja, genau. Und wir haben gestern auch ein kleines YouTube-Video reingestellt, das ist auch verlinkt mit beiden Seiten. Und in seinem Profil steht das auch drin, was er macht, also im Prinzip das Gleiche, was da steht. Und nun fragen Sie sicherlich, wie macht der Hund, warum ist das Kunst, und wenn der andere Hund das Gleiche macht, ist es keine Kunst, ne? Das hängt ein bisschen, mir frage ich mich eigentlich nicht. Ja, okay, man kann diese Frage auch vernachlässigen, bloß vor 5 Jahren ist mir halt diese Idee gekommen, dass der Hund ja eine Sache ist, und Kunstkritiker haben ja Probleme damit, wenn eine Sache Kunst macht. Der Hund ist eine Sache? Ja, vom Jurist, von dem Gesetz her ist der Hund eine Sache und kein Lebewesen. Also, okay. Ah, ja. Und diese Sache gehört mir. Ja? Und ich kann alles, was meine Sache macht, zur Kunst erklären. Und deshalb funktioniert das im Zusammenhang mit mir perfekt. Er macht das alles nicht beigebracht. Ne? Er macht alles von sich selbst aus. Ja. Deshalb nenne ich das auch Tierkunst. Es ist nicht dressiert und so weiter. Alles, was ich tun muss, ist, dass die Stückchen aufsammeln und eine Ausstellung machen mit einer Traveling-Galerie, die normalerweise mit so einem Keyboard-Ständer da die Stückchen so raushängen. Ne? Aber heute sammeln wir mal Stückchen, deshalb ist das nicht so. Okay, und wenn ich das jetzt als Besitzer des Hundes zur Kunst erkläre, ist das auch okay. Hm?
Ne? Das ist ein ganz neuer Gedanke, ja, der überhaupt noch nicht in der Kunstgeschichte aufgetaucht ist. Das ist eben was Neues. Wir machen hauptsächlich originale Sachen. Ja. Ja, Bunny Boxer kommt aus Berlin, ist in Spandau geboren, ist 7 Jahre alt. Und das ist, wie gesagt, Stöckchen seine große Leidenschaft. Man muss ständig Stöckchen werfen. Ja, die Dame möchte dein Stöckchen sehen, Bunny, fein, zeig dein Stöckchen. Ja, das hat der extra, dieses Artefakt hat er für sie gemacht. Wenn Sie möchten, können Sie das sogar kaufen. Wir haben aber noch nichts verkauft. Ich mache jetzt mal einen Scherz, ne? Das wird ja noch, wird später vielleicht mal. Man könnte das ja auch so mit forensischen Mitteln, könnte man das genau prüfen, dass er den Stock gemacht hat, mit von den seinen Gebissspuren. Ja? Also insofern ist diese, ich nenne das ja Signatur, wenn er zum Schluss reinbeißt. Ne? Insofern ist das unverkennbar Bunny Boxer. Und es ist nicht fälschungssicher. Allerdings. Naja, und Sie machen jeden Tag diese Führung, oder? Nee, also vielleicht später. Im Moment ist es ja nicht jeden Tag, es ist so jeden zweiten. Ja, und welche Uhrzeiten haben Sie so? Manchmal um 10, manchmal um 12.30 Uhr, manchmal um 4. Wo ist eigentlich diese Kunstkritikerin, die Lori? Aus Chicago. Ich weiß noch gar nicht alles, was hier abgeht. Nee, ne? Ich muss los. Okay, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie, auch wenn wir nicht da sind, ein paar Worte drüber verlieren und auf die Webseite, auf Facebook-Seite verweisen. Danke. Ja.